Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Life is Strange. Strange. Schade, ich wollte mich umschauen. Darf ich anscheinend nicht, okay. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. There might not be any Pan Estates by Saturday. Stoppt Pan Estates. Dank der öffentlichen Industrie sind die Küsten Arcadias Bay ungeeignet für Fische, Vögel und sogar Wale. Es wird Zeit, das Bauprojekt Pan Estates zu verhindern, das zur Zerstörung von Jobs, Leben und Ressourcen führt. Schließen Sie den friedlichen Protest vor dem Hauptsitz von Pan Estates an. Medien und Familien, wir kommen mittags, Samstag, 12. Oktober. This is where my nightmare started. How can all of this not be connected to a major storm? Das weiß ich auch noch nicht. Ich bin ehrlich. No worries, Sign. Ich glaube eher, dass unsere Kräfte irgendwie an der Sache mit dran schuld haben. Poor little beach ball. It blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Those beached whales look so awful, but still so majestic. Machen wir sofort ein Foto. Finde ich gut. Sofort Foto machen von gestrandeten Wal. Okay, da fehlt uns was mit Fußspuren. Haben wir wahrscheinlich nicht entdeckt im Wohnheim, oder das ist noch irgendwo hier. I don't think Frank listened to my cleaning advice. It's not funny anyway. Aber ich sehe hier auch nirgendwo Fußspuren, wenn ich ehrlich bin. Behold, Frank's beer garden. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Naja, ob er seine Existenz nachdenkt, weiß ich nicht. Take the trash out sometime, dude. Chloe looks ready to rumble. So, dann klopfen wir mal bei Frank an. Ich weiß ja nicht genau, was wir jetzt von ihm wollen, aber... Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? You don't get it, man. This is for a good cause.
No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Oh, Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Do not ever tell me what to do. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Okay, das war eindeutig die falsche Wahl. Ihn anzureden. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. So. Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of... Oh, is that all? Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Ja. Pompito ist süß. Gab dem Hund einen Knochen. Gerettete Hunde scharf gemacht. Oh, Pompito is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. That's how he got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here! And I'll spin you on your ass! What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank! Calm down, Frank. Let's just... Jetzt kommt wieder das. Und wieder zurückspulen. Jetzt kann ich wieder ganz zurückspulen. Oh. Mann, ey, der Typ macht mich fertig. Oh, fresh meat. So Pompadour must be okay. Good doggy.
Listen, Chloe. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt schon Papa gesehen, den Hund, ne? Please watch your... You can... So, überspringen. Überspringen. Thanks for here. No, that's... Just the... Oh, is it... What? Yeah. So, weiter, yeah. Weiter. Come on, Frank. Fight. Frank. Oh, yeah. I... Finally, I... I... Dude, she... We're only... Shit, you... Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. And that's how I came to own Pompidou. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now, especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? So, dann fragen wir, würde ich sagen, nach dem Armband. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Und es ist wieder falsche Wahl. Und wieder zurückspulen, weil es so toll war und das ganze Gespräch nochmal von vorne. Oh Mann, ey. So langsam, ne? Listen. Ja, pass auf, was du sagst. Überspringen. Kein Streit. Überspringen. Just the name. Oh, is... Überspringen. Es tut mir leid. Überspringen. Come on, Frank. Oh, yeah. I... Überspringen. I... Do... Only... Shit. Of course. Überspringen. You and Chloe. What are you hiding, Frank? You should want to help us, not scare us away. Don't you accuse me of anything. You don't know me or who I am or what I can do. You understand? Huh? Man, there is something about you that is so wrong. We don't have much time. It's too late, she's... Let's just talk. Not ever tell me what to do. Und nochmal. Wieso gibt's da keinen Zwischenspeichern? Also... Okay, ich kann aber auch einfach so... Es gibt wirklich kein Zwischenspeichern da, ne?
Ich muss jetzt wieder ganz an den Anfang und dann wieder eine andere Antwort auswählen, die wieder auf die Palme bringt. Wahrscheinlich gesehen muss ich schon am Anfang eine komplett andere, also eine andere Sache aussuchen. Listen, Chloe. Please. You. So. Yeah. So, weiter geht's hier mit dem Überspringen. Willkommen beim Überspringen-Simulator. Boah, ey. All die Sachen, die ich eben einfach gedacht habe, die eigentlich in meinen Augen ganz okay sind. Yes, we're sind so close to finding her now. You and Chloe. Ja, jetzt bleibt noch Rachel's Brief oder Rachel's Foto. Listen, I read Rachel's letter. I know how much she cares about you. You read that letter? Huh? The one in my RV? Are you fucking insane? Ja, das war ja klar. You read my private letter? Man, there is something about you. Jetzt seid ihr wieder durch. It's too late. Ja. Oh, dann bleibt nur noch das eine und da dreht er auch durch, weil wir kommen gerne ein Foto, die bei ihm im Wohnwagen ist, von Rachel. Also ist keine Antwort richtig. Naja, wir versuchen es mal. Mehr als zurückspulen, überspringen. Ändert sich ja eh nichts an der Sache. Listen, Chloe. Ja. Hier, sollen wir einmal. Ach komm, ich bleib mal. Pass auf, was du sagst. Komm. Keinen Streit. Wieder überspringen. Überspringen. Oh, is that all? Es tut mir leid. Überspringen. 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 Frank. Oh, yeah, you didn't. I. Finally. I, dude, she. We're only. Shit, you wouldn't have. Jetzt kommen dann die geretteten Hunde. Of course I. So, und jetzt dreht er durch, weil wir jetzt nach dem Bild, Rachels Bild sagen. You and Chloe. Und dann dreht er wieder durch. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. Er dreht da nicht dabei durch. Ach, weil sie es jetzt ja anders formuliert hat. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Wir haben es nach dem gefühlten 10. Mal geschafft. That was cool. Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. So, dann gehen wir wieder zu Chloe. Außer wir hätten hier noch irgendwas, was wir fotografieren können, aber ich glaube nicht. Also Strand verlassen. Wir haben auch die Waffe wieder von Frank. Das ist auch sehr vorteilhaft für uns.
Und jetzt sind wir wieder bei Chloe zu Hause. Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Ja, eine SMS von Frank. Hey Max, wollte nur fragen, wie die Suche läuft. Danke, Frank, für Armleit 02. Ich hoffe sehr, halt mich auf dem Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Guck, so böse ist er gar nicht. Ach, wir haben auch von Joyce was bekommen. Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegaler Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce, ich baue auch Mist. Aber ich versuche, ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. So. Sorry, we got Frank on our side without using you. Die Pinwand gucke ich mir gleich an. Ich gucke mich nur ein bisschen hier um. Chloe is on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. I know that it is freezing, but I think we've printed everything we need. Max, now it's time to focus on the big board. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all the... Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt musst du... Habe ich dich als gelesen. What could help me unlock this phone? Supplies are endless in the evening by the morning bell. Couldn't hurt to give this pin code a whack. When everything is Pin 111. Ach so. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Ja, die Zahlen könnten nützlich sein. Also muss ich das jetzt vielleicht irgendwie so machen. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? 4. Oktober, Blackwell Academy, 20 Uhr. Das weiß ich jetzt nicht, ob das uns hilft mit dem Handy. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Rachel ist in der Dunkelkammer. Rachel ist in der Dunkelkammer. Rachel ist in der Dunkelkammer. Oh, so busted. Good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnung.
Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, mit Bedauern informieren Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht über mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Miss Holders Unterricht zur Einführung in Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt. Ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffe ich, dass wir diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie an den angehängten Dokumenten. Okay, Max, let's blow this code up and go home. Let's start hacking. Cause what is simple in the moonlight by the morning never is. It was so simple. Okay, versuchen wir. So complicated. Oops, bad code. So, das ist schon eindeutig nicht richtig. Dann hier 953 oder was ist das? Was sind das für Zahlen? Ist das eine 9? Also ich versuche das jetzt mal. 9. Was war das jetzt? 9535. 9535. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Könnte auch eine komische 4 gewesen sein. Dann 0058. Oh. Okay, jetzt muss ich mir kurz was zu schreiben nehmen. Einen Moment, weil die Zahl ist jetzt ein bisschen größer. Die sich zu merken, wird schon ein bisschen schwerer. So hoffe ich mal, dass ich einen Kugelschreiber gefunden habe, der schreibt. Einen Moment, ich schreibe das kurz auf. Das heißt, ich bin kurz ein bisschen weit weg vom Mikro. So, also, das wäre einmal die 8, dann die 7, dann wieder die 8, dann eine 9, dann wieder eine 7, dann wieder eine 8, dann 0 und dann wieder eine 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. So, was geht? Brauch G. Also Gras wahrscheinlich gesehen. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhige dich, bring's mir. Auf dem Weg, bleib weg, Bullen am Strand. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht? Zu Hause. Unterwegs, stopft die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend. Ich mach keine Hausbesuche. Du hast ein Auto.
Keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereien. Adresse, ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Skitoacid. Du zahlst auf den Nachschlag. Lass mich nicht warten. Sorry, weg vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht und fick dich. God, Nathan. You're out of control. Yo, brauch Gras, etc. Sofort, beruhige dich, du flippst. Beruhige dich, flippst du aus? Bald, sei cool bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho-stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan, it's time for you to watch out. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstbeständigen Erwachsenen behandle. Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich zu sein zu können. Arbeite dran. So, das nächste zum Untersuchen. I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Oh, ja, ich würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir machen hier das nächste Rätsel. Versuchen wir, die nächste Runde dann zu lösen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.